Titelrennen in der Bundesliga. Das ist so spannend wie lange nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zur Sportschau am Samstag. Ja, zwischen dem FC Bayern München und Platz 6 liegen gerade mal 5 Zähler. Heißt, 5 Mannschaften haben den Rekordmeister im Visier. Und alle 5 Mannschaften spielen heute, darunter der Verfolger Nummer 1, Union Berlin, heute zu Hause gegen Mainz 05. Und auch RB Leipzig ist dabei. Ist ja mittlerweile auch schon seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen. Heute geht es für Marco Rose und sein Team zu dem ersten FC Köln. Und so wie Sie es von uns kennen, kümmern wir uns natürlich nicht nur um die Bundesliga, sondern auch um die zweite und die dritte Liga. Und der Frauenfußball, die Frauenbundesliga, startet an diesem Wochenende ins WM-Jahr. Jetzt aber erstmal, liebe Zuschauer, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben Sie ja gefragt, welches ist denn eigentlich Ihr schönstes Tor des Jahres 2022? Das waren Ihre Torschützen und Torschützinnen und das sind Ihre Top 3. Ja, Lukas Podolski erzielt also das schönste Tor des Jahres 2022. Und auch Helge Heinrich aus Leck in Nordfriesland hat gewonnen. Glückwünsche gehen also auch nach Schleswig-Holstein und nach Polen, wo Nesrin Elnabolsi die Möglichkeit hatte, Lukas Podolski die Auszeichnung ganz persönlich zu überreichen. Für die Hertha steht einiges an Arbeit an und das auf allen Ebenen. 4 Niederlagen zum Auftakt ins neue Jahr. Das gab es zuletzt 2012 unter Michael Skibbe. Und am Ende der Saison stand dann der Abstieg in die zweite Liga. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen zum Top-Duell des 19. Spieltags. Borussia Dortmund empfängt den SC Freiburg und die Bilanz der Dortmunder in diesem neuen Jahr, die ist ja bislang wirklich makellos. 3 Bundesligaspiele, 3 Bundesligasiege, also besser hätte wirklich nicht laufen können. Sie sind wieder oben dran. Und währenddessen der Rückstand vor der Winterpause auf die Bayern ja noch 9 Zähler betrug, beträgt er jetzt nur noch 3. Außerdem stehen sie seit 3 Monaten endlich auch mal wieder auf einem Champions League Platz. Und diese Bilanz, die wollen sie heute gegen den Sportclub natürlich weiter fortführen. Übrigens auch gegen den Trainer, gegen Christian Streich, Benedikt Unser. Ja, und das war's für heute, zumindest hier aus dem Studio. Wenn Sie wollen, geht's jetzt für Sie weiter im Audio-Livestream in der Sportschau-App mit der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Noch sind keine Tore gefallen, aber das kann sich ja noch ändern. Und wir melden uns morgen ab 10.25 Uhr dann mit Wintersport, unter anderem Rodeln, dem Skispringen der Frauen und der Bob-WM live aus St. Moritz. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen Abend um 19.15 Uhr wieder mit der Sportschau, am Sonntag dann mit allem zu den morgigen Zweitligapartien und auch der Premier League. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Schön, dass Sie dabei waren.